Und wir gratulieren zu allen drei Jubiläen sehr, sehr herzlich und widmen uns jetzt einer Frau namens Speranza Scappucci, die vor kurzem ihr Debüt als Dirigentin an der Wiener Staatsoper gefeiert hat. Eine junge Römerin, die hier, also in der Wiener Staatsoper, als Korrepetitorin und Pianistin begonnen hat und in den letzten Jahren ja eine rasante Karriere hingelegt hat. Barbara Rett hat sie getroffen. Speranza Scappucci bei der Arbeit. Sie probt gerade Szene für Szene mit dem Ensemble von La Cenerentola. Sie kennt das Haus gut, nur eben von der anderen Seite, als Pianistin und Korrepetitorin. Als Dirigentin an der Wiener Staatsoper debütieren, stelle ich mir sehr aufregend vor. Haben Sie die Nächte davor schlafen können? Also, es war eine Ehre für mich. Und natürlich, wenn man kennt das Haus gut, man hat das Gefühl, dass man zu Hause ist, aber auch, dass man muss so gut machen, dass die Leute nicht enttäuscht sind. Also natürlich, es war ein Monat für mich, wo ich habe so viele Emotionen gehabt, weil in Wien zu dirigieren mit diesem Orchester ist ein Traum. Viele Stöckelschuhe sind in diesem Dirigentenzimmer noch nicht gestanden. Jetzt stehen Ihre da. Ja, ja, das ist auch neu. Weil, also ich bin, ich glaube, die vierte Frau in dieses Haus hat hier dirigiert. Also die Simone Young und dann Julia Jones und Carolyn Wilson. Ich bin die vierte und erste Italienerin. Das ist eine Ehre für meine Heimat. Ich habe bei der Probe bemerkt, wenn die Stellen ganz leise werden, dann hockern sie sich so hin, machen sich ganz klein. Geht das im Orchestergraben auch? Manchmal kann man. Es gibt genug Platz und es ist unglaublich, wie, also wir als Künstler, wir reagieren zu was wir schauen. Und manchmal es ist sehr schwer, eine Pianissimo zu machen, weil natürlich es ist viel schwerer, Piano zu spielen und zu singen als Mezzoforte oder Fortissimo. Und man muss nicht so viel bewegen. Dann kommt die Pianissimo und man macht das so. Es ist eine, plötzlich Orchester, Chor, alle wissen, stumm. Also, hoffentlich. Und Sie haben die Probe nur mit einem Stift dirigiert, so einem kleinen? Ja, ich finde das mit Klavier. Es macht keinen Sinn mit einem echten Stab probieren, weil Stab ist für Orchester. Weil es ist eine lange Baton. Also. Ja. Das ist, weil man muss von weit sehen, was du machst. Aber wenn du bist in einem kleinen Zimmer mit Klavier, man könnte auch nur mit Händen. Wie hat das alles bei Ihnen begonnen? Ich war fünf, wann ich habe Klavier begonnen zu studieren. Und ich war eine Pianistin mein ganzes Leben. Und ich habe nicht diese Idee, dass ich dirigieren würde, gehabt bis viel, viel später in meinem Leben. Also ich war zuerst eine Solistin, dann Kammermusikpianistin in Juilliard. Und dann ich habe Lieder mit Sängern begleitet, dann Oper, also Korrepetitor gemacht, dann Assistentin und endlich war ich auf dem Pult. Aber es war nicht eine Idee, dass ich habe als Kind gehabt. Sie haben mir erzählt, dass in Italien jedes Kind, das ein Instrument lernt, egal wie alt es ist, beginnen muss, die Noten zu lernen. Zuerst Noten lernen, dann erst das Instrument. Meine ersten Unterrichten waren nicht spielen, aber die Noten zu lernen, wie heißt die Noten. Bevor man noch lesen und schreiben lernt? Ja, wirklich. Schreiben die Noten. Erkennen, das ist ein La, das ist ein Do, das ist ein Mi. Zum Beispiel hier, Fa, 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 La, La, Do, Do, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, La, So, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Do, Re, La, Si, So, Do. Also dieses dicke Buch ist nur der erste Akt? Nur erste Akt, ja. Ein Wahnsinn. Und ja, es gibt genug Noten. Wie lange braucht man, bis man diese ganze Oper intus hat? Ich kaufe das und dann alles notiere, Forte, Piano oder... Und wie lange braucht man für ein so ein dickes Buch zum Lernen? So Cenerentola zum Beispiel, ich war glücklich, als Pianistin habe ich viele Mal gespielt.
Also ich kenne dieses Stück sehr gut. Dann man muss, es gibt keine Regel, wie lang, aber alles durchzugehen und alles schreiben, es dauert ein bisschen.